Hallo und herzlich willkommen wieder zurück zu SpongeBob. SpongeBob Schwammkopf Battle of Bikini Bottom. So, jetzt habe ich es aber auch endlich. Es geht weiter. Letzte Folge waren wir jetzt in sein Haus ein bisschen unterwegs gewesen. Jetzt waren wir gerade bei Thaddäus und jetzt haben wir uns heute einen goldenen Wandfender gekriegt. Ja, jetzt könnten wir mal hier ein bisschen. Autsch! Oh, das war eine super Kombo. Komm. Hey, SpongeBob, ich bin hier, um dir eine helfende Blasenhand zu leihen. Kumpelblase. Ich finde, du solltest ein paar neue Blasenmoves lernen, wenn du die Reise in die 9. Dimension antrittst, um den Riesenaffenmann zu besiegen. Aber ich muss doch nur herausfinden, wie ich diese Roboter loswerde. Ach ja, tut mir leid, ich habe wohl zu lange in Seifenlauge gebadet. Wo waren wir gerade? Es ging um neue Blasenmoves. Richtig, drücke diese Taste, um dich geradewegs in die Luft zu befördern. Und zwar mit Blasenkraft, die alles besiegt, was direkt über dir ist. Probier es mal. Lol. Oh, das war, glaube, keine gute Idee. Jetzt komme ich nicht mehr rum an die Kisten ran. Oh, oh. Ah. Wir müssen noch daran kommen. Oh, das war eben. So, ich habe ja so also extra halt die, die Musik gerade nicht laufen, weil ich denke mal, die Musik ist auf jeden Fall. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Drück, 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 drück. Ah, lol. Brauchen wir gerade erstmal ein paar Sachen kaputt. So, nicht vergessen zu aktivieren, dieses Schalter muss so springen. Ah! So baut sich halt das Level auf. Komm zurück! Hier hin! Hoch mit dir! Jetzt kann ich sogar 4 Unterhosen tragen. Das ist klasse. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Yes, jawohl. Juhu. Korallenfischen, Korallenfischen. Oh, Junge, Kumpel, also 15 brauchen wir da. Da brauchen wir 10. Da brauchen wir 5. Jetzt glaube ich wohl in dieser Richtung gleich. Mal gucken, was Patrick möchte. Hey, Patrick, schicke Socke. Welche Socke? Die, auf der du stehst. Ach, die hab ich verloren. Wenn du diese hier verloren hast, wo sind dann deine anderen Socken? Die hab ich noch doller verloren. Ein Rudel Roboter kam hier durch und hat mir meine Sockensammlung geklaut. Ich könnte Hilfe gebrauchen, sie zurückzuholen. Klare Sache, Patrick. Wofür sind beste Freunde sonst da? Also gut, für jeweils 10 Socken, die du mir zurückbringst, gebe ich dir eine goldene Truthahnpipette. Du meinst einen Pfannenwender. Gesundheit. Die habe ich doppelt verloren. Patrick freut sich sicher, das zurückzubekommen. So, so auf jeden Fall noch ein paar Sachen hier sammeln. Zack. Zack. Es glänzt. Da brauchen wir 10, da können wir gerade aktuell nicht hin. Es ärgert mich, dass ich da oben irgendwie noch. Bei der Kumpelblase. Ich glaube, es geht jetzt nicht hier lang. Da sind 5. Oh. Können wir noch was machen? Geschenke öffnen ist klasse. Oh ja.
Ich kann mich die ganze Zeit drehen. Oh. Ups. Hä? Warte mal, lol. Kann ich da nicht lang? Hey. Wir haben drei aktuell. Hm. Heißt, irgendwo müssen noch zwei sein. Oh nein. Ach. SpongeBob. Oh, das war dem. So. Schauen wir mal, die auch ist eingesammelt. Oh. Vergiss nicht! Okay, das war das. Deine Schatzkiste sieht ziemlich leicht aus, Minion. Meinst du etwa, ich hätte Kiel ja auch im Hirn? Ja, vielleicht. Gehen wir mal zu Gary, gucken, was wir da machen können noch. Hallo, Gary. Wow. Das kannst du mir ruhig zutrauen, Gary. Ich merke mir das. Drücke diese Taste, um die Schilder zu lesen. Wow. Aber ich kann doch. Warum ist jetzt wieder alles wieder hier? Autsch! Aber jetzt ist nicht wieder das eine oder da, oder? Oh ne. Zack. Manchmal ist es total befriedigend, einfach einen Knopf zu drücken. Naja, das drück, auf jeden Fall. Drück, drück, drück. Ich muss ja warten. Aber jetzt kann der Schlüssel doch nicht mehr da sein. Ich habe gerade aktuell drei. No, ne, da war keine mehr drauf. Worauf wartest du noch, SpongeBob? Zeig den Robotern, wer der Boss. Naja. Oh mein Gott, ich muss mal kurz meine Unterhosen auffüllen. Das ist ja komisch einfach. Weil die Unterhosen wie Leben sind. Oh ne, hier waren die. Wo waren das jetzt so? Ah. Frisch wie eine Frühlingsbrise. Jawohl. So, ja. Es muss doch hier lang gehen. No, ich jetzt. Ah. Okay. Ich hätte. Und das ist. Die grünen Hügel der Quallenfelder. Ein Ort, um die pure Natur zu erleben. Und manchmal auch ein paar Stiche. Na toll. Au. 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 Ach, Thaddäus, ey. Thaddäus, alles in Ordnung? Nichts ist in Ordnung, du Sportenkopf. Sehe ich aus, als wäre alles in Ordnung? Naja, deine Nase sieht ziemlich groß aus. Ich meine größer als üblich, denn sie ist auch sonst schon ziemlich groß. Und du schwitzt und
Ach du meine Güte, du hast eine Glatze. Ich hatte schon immer eine Glatze, aber jetzt bin ich überall zerstochen. Nun, laut des Quallenfischer-Feldhandbuchs können heftige Quallenstiche effektiv behandelt werden, indem man eine dicke Schicht Gelee des Quallenkönigs auf die betroffenen Stellen schmiert. Quallenkönig! Tja, dann wirst du wohl zum Göffelberg aufbrechen und durch die gemeinen Tentakel des Quallenkönigs einen schrecklichen Tod sterben müssen. Haha! Ich bleibe hier und leide derweil an unerträglichen Schmerzen. Mach das! Keine Sorge, Thaddäus! Ich werde dir das Gelee des Quallenkönigs bringen, damit du dich überall damit einreiben kannst! Ja. Lass mir das mal so in den Raum stehen. Combo. Jaut! Man nennt mich auch Schwamminator. Zu hübsch. Ich halt's nicht aus. Schwamminator. Das ist Schlamm. SpongeBob und Patrick können nicht schwimmen. Pass also auf, dass sie nicht in den Schlamm fallen. So, ist wohl verständlich. Obwohl, die sind ja eigentlich unter Wasser. Dann müssten die ja theoretisch schwimmen. Geschenke öffnen ist klasse. Also rein theoretisch. Das ist eine Teleportkiste. Wenn du die Teleportkiste in der Gegend geöffnet hast, kannst du dich vor einen zu anderen teleportieren, indem du hinspringst. Alles klar. Ja! Da sind auch noch welche. Der arme Thaddäus, ey. Bitte einfach wieder zerstochen. Halt, Thaddäus! Ja, schöner Tag heute. Jo. So, dann öffnen wir mal die Kiste hier. Bleibt die jetzt offen einfach? Ja, okay, die bleibt offen. Heute können wir keine Quallen fangen. Ich muss nämlich Roboter fangen. Ich fühle mich wie ein neuer Schwamm. Ah. Nein. Oh, heiß. So, Frisch wie eine Frühlingsbrise. Hui. Ah, okay, so geht das auch. Hier unten sind noch Roboter. Weg. Hi. Weg. Beyblade hier so. Oh, jetzt hab ich da was gehört. Damit. Genau meine Größe. Shit, den krieg ich da jetzt nicht mehr, verdammt. 125. Nur locker. So, dann haben wir das schon mal. Da ist so eine Unterhose. Hier kann man noch mal. Genau, kurz hier hinter. Zeit ist auch schon wieder fast rum. Was ist denn hier hin? Oh. Drehen, Ultra-Kombo. Patrick sagt ja wohl. Patrick sollte mal wieder waschen. Oh. Wie war das gewesen mit dem Schleim? Aber... Das
soll ich denn da an den Mann kommen? Na egal, gehen wir weiter. Lock. Ach ja, wenn man gestorben ist, ein Reset. Das ist ja ein bisschen. Naja, dann kann ich die ganze Zeit nicht drehen. Wie so ein Bekloppter. Hallo, Qualle. Qualenfischen. Alter, voll. Aber die hier sind nicht mehr da, oder? Ne. Ist es halt immer noch offen. Oder dann kaufen wir das. Fällig. Klar. Ein Flugzeug unter Wasser, genau. Aber auf jeden Fall schon ordentlich eingesammelt. So, bevor wir jetzt über diese Brücke gehen, würde ich sagen, war es das für diese Folge? SpongeBob, was sagst du dazu? Redet nicht mit ihnen. Okay, also haut rein, bis dann und ciao, ciao. Und nicht vergessen zu abonnieren, ein Like dazulassen und wie findet ihr die Folge? Schreibt es in die Kommentare. Also haut rein, bis dann. Ciao, ciao.